Das aus meiner Sicht heute wichtigste Ereignis ist in Deutschland passiert, denn wahrscheinlich haben wir heute den Todesstoß für die deutsche Ampelkoalition gesehen, denn es werden sehr viel weniger Einnahmen für den deutschen Staat durch Steuern kommen. Kein Wunder, wenn die Wirtschaft nicht läuft, und damit werden die Konflikte, die Zerreißprobe zwischen Habeck, Lindner und Scholz, die ja ohnehin schon im Clinch die ganze Zeit sind und sich verbal bekriegen, die werden jetzt noch intensiver. Damit ist sehr wahrscheinlich diese Koalition am Ende. Das werden wir vermutlich schon relativ bald sehen. Und das hat ziemlich große Folgewirkungen natürlich für die Politik in Europa. Für die deutsche Wirtschaft wird es sowieso vielleicht mal Zeit, einen Regierungswechsel hinzubekommen, zumal die Aussicht immer realistischer wird, dass Donald Trump nächster Präsident in den USA wird. Also Zölle kommen, damit die deutsche Wirtschaft weiter belasten, und dann stehen uns ziemlich unruhige Zeiten bevor. An der Wall Street eher ruhige Zeiten heute, und das trotz der Monster Rally, die wir bei Tesla gesehen haben, aber dazu gleich mehr. Starten wir zunächst mal mit Deutschland, und da haben wir jetzt eben auch ein Einnahmeproblem. Die deutsche Bundesregierung hat, wie so viele Regierungen, wie die französische, wie vor allem auch die amerikanische, vor allem ein Ausgabeproblem. Das heißt, man gibt zu viel Geld aus, und das ist dann ein Problem, wenn man zu wenig einnimmt. Und Deutschland wird jetzt deutlich weniger einnehmen. Wir werden 2024 offenkundig über 12 Milliarden Dollar, Euro, nicht Dollar, sondern Euro, weniger Steuern haben. 2025, dann geht die ganze Geschichte weiter. Bis 2028 fehlen jetzt mal 51,3 Milliarden Euro, die eigentlich berechnet waren, die eingerechnet waren. Dazu hat man ja auch bei der Haushaltsplanung der Ampelkoalition mit Wirtschaftswachstum gerechnet, das sich aber nicht so richtig darstellt. Und so hat Lindner heute in Reaktion auf diese Steuerschätzung gesagt, ja, wir können uns eben nicht darauf verlassen, dass die Steuereinnahmen stetig sprudeln. Wir haben keine neuen Spielräume mehr im Haushalt, und eben diese neuen Spielräume, die möchte ja Wirtschafts- und vor allem Klimaminister Habeck unbedingt haben. Und jetzt hat Lindner schon bei der Pressekonferenz gesagt, also diese Intel-Milliarden, die ja als Subvention für die Ansiedlung von Intel vorgesehen waren, die müssen jetzt zurück in den Haushalt. Da wird jetzt sozusagen gekämpft, was mit diesen Milliarden passieren wird. So oder so ist dieser Investitionsfonds von Robert Habeck damit wahrscheinlich schon eine Totgeburt, und zwar sehr, sehr schnell. Das kam ja gestern unabgestimmt mit Scholz, mit Lindner, und zeigte, wie hier jeder sein eigenes Süppchen kocht. Und der gute Robert Habeck hat ja gestern auch gesagt, unsere Ideologie heißt Wirklichkeit. Naja, ist eben die Frage, was man unter Wirklichkeit versteht. Ich glaube, da gibt es ein sehr eigenartiges Verständnis von Wirklichkeit. Und der Wolfgang Kubicki nimmt darauf Bezug und sagt, da kann er sein gestriges Papier ganz wirklichkeitsnah schreddern. Nachhaltiger wäre, er würde sich solche Stunts verkneifen. Also wir sehen, der Ton wird immer rauer. Und jetzt ist die Frage, wo soll das Geld herkommen? Und sind die neuesten Projekte, die hier Herr Zwegert, der Gott hab ihn selig, hier mal aufgemalt hat, jetzt als Lieblingsprojekte wie genderqueere Vogelhäuschen in Somalia oder vegane Heizdecken für Simbabwe, fahrradfreundliches Kochen für iranische Mullahs, also solche Projekte, die ja unbedingt sein mussten. Wir haben ja jetzt gestern erfahren, dass wir marokkanische Solaranbauten auf Dächern subventionieren mit einigen Millionen und eine Klimasensibilisierung der dortigen Bevölkerung vornehmen. Das ist natürlich sehr schön, aber man fragt sich, was das eigentlich alles mit uns zu tun hat, warum das überhaupt passiert. Und so fehlt jetzt eben Geld, und das wird alles nicht mehr funktionieren, und die ganze Geschichte könnte noch viel herber werden, denn wohl spätestens im Dezember wird das Bundesverfassungsgericht darüber entscheiden, ob der Solidaritätszuschlag, der ja für Gutverdiener erhoben wird, also die weitergehende Subventionierung der ostdeutschen Länder, ob der verfassungsgemäß ist. Aus meiner Sicht ist das nicht verfassungsgemäß, weil das im Prinzip ja eigentlich eine Beibehaltung einer Steuer ist, die eigentlich gar keinen Sinn mehr macht. Und das könnte, wenn das kommt, dann sind das einige hundert Milliarden, denn dann müsste die Bundesregierung
Landesregierung denjenigen, die diese Solidaritätszuschläge bezahlt haben, eben auch wieder rücküberweisen seit 2019. Und das wären dreistellige Milliardenbeträge. Dann wäre wohl endgültig Schluss mit Lustig, was den deutschen Haushalt betrifft. Und auch solche Lieblingsprojekte wie jetzt in Heide Batteriefabrik von Northvolt, Habecks Hoffnungsträger, das wird auch sehr, sehr schwierig, denn Northvolt hat jetzt immerhin einen Notkredit erhalten, sodass man am Freitag die Gehälter auszahlen kann. Also das zeigt, dass die schon ziemlich aus dem letzten Loch pfeifen und damit das nächste Leuchtturmprojekt in Sachen Energiewende scheitert. Zumal eben diese Energiewende nicht nur, aber eben auch beteiligt ist daran, dass wir letzter sind, was das Wirtschaftswachstum betrifft, das erwartete Wirtschaftswachstum 0,0% im Jahr 2024, und das ist noch optimistisch. Ob das nächstes Jahr ein Wachstum wird, das sei mal dahingestellt. Damit sind wir natürlich nicht Tabellenletzter, sondern wir müssen einfach diese Tabelle umdrehen. Dann sind wir wieder Erster und direkte Weltmeister, aber uns knabbert sozusagen immer mehr diese Krise der Autoindustrie an. Jetzt Aussagen eines Autoexperten. Der sagt, es wird richtig krachen und etliche Verlierer geben. Es sei ein Nokia-Moment der Autobauer. Nokia war ja lange führend bei Handys und ist dann praktisch abgehängt worden. Wir können nicht über die 4-Tage-Woche diskutieren, so sagt dieser Autoexperte, während man in anderen Ländern 6 Tage arbeitet. Und er warnt vor massiven Einschnitten. Das ist eher ein reinigender, Winter als ein reinigendes Gewitter. Wir sollten uns für Jahre warm anziehen. Also das sind schon ziemlich deutliche Worte. Und die Krise ist ja auch nicht unerheblich. Jetzt hat China heute praktisch klar gemacht an die chinesischen Autobauer, jetzt stoppt mal eure Produktion oder eure angedachte Produktion in Europa. Man wollte ja seitens der Chinesen, nachdem diese Zölle erhoben wurden durch die EU, dann nach Europa kommen, um dann eben vor Ort hier zu produzieren. Das ist jetzt offenkundig auf Eis gelegt, vielleicht auch deswegen heute deutsche Autobauer-Aktien mal wieder im Plus seit langer Zeit. Morgen kommen ja die Mercedes-Zahlen. Also vielleicht hat das ein bisschen den deutschen Autobauern geholfen, weil damit die Konkurrenz aus China im Elektrobereich ein bisschen kleiner werden könnte. Jetzt haben wir heute Zahlen gesehen aus der deutschen Wirtschaft und die waren besser als befürchtet, aber alles andere als gut. Der Einkaufsmanager-Index im verarbeitenden Gewerbe 42,6, damit eben auch wieder zum Vormonat geschrumpft, wenn auch nicht ganz so deutlich wie im Vormonat, als wir 40,7 haben. Alles unter 50 ist Schrumpfung zum Vormonat. Das heißt, wieder ist die deutsche Industrie mal sehr deutlich geschrumpft, nur nicht ganz so schnell wie eben im Vormonat, während die Dienstleister nach wie vor relativ gut dastehen. Dienstleistung ist das, was uns noch so ein bisschen oben hält. Das gelingt aber nur, wenn der Arbeitsmarkt einigermaßen bleibt. Wir haben ja jetzt derzeit eine Arbeitslosenquote von 6,0%. In Italien haben wir 6,2%. Bei uns geht der Trend nach oben. Wir werden die Italiener bald überholt haben. Und so heißt es hier von S&P Global, dass diese Daten zu den Einkaufsmanager-Index in Deutschland herausgibt oder ermittelt, dass anhaltende Rückgänge bei Produktion und Beschäftigung infolge hartnäckiger Nachfrageflaute eben die deutsche Wirtschaft im rezessiven Bereich belässt. Talfahrt hat sich leicht verlangsamt, die Lage am Arbeitsmarkt aber hat sich verschärft mit dem stärksten Stellenabbau seit knapp 4,5 Jahren. Das ist sogar mehr als die Corona oder seit Corona, könnte man sagen. Also das sieht nicht so richtig gut aus, auch wenn die Zahl heute in der Headline, naja, so einigermaßen okay war, auch in der Eurozone. By the way, sehen wir bestenfalls eine Stagnation, die Dienstleister noch knapp über der Wachstumsschwelle, aber auch verarbeitendes Gewerbe hier deutlich unter der Wachstumsschwelle, Stagnation in prekärer Lage, so titelt hier die Commerzbank. Also es ist Deutschland sozusagen inzwischen wieder der kranke Mann Europas, aber auch Europa ist jetzt nicht so richtig bombastisch gesund, könnte man sagen.
Und jetzt stellt sich die EZB die Frage, naja, wie können wir das ändern in der Eurozone? Jetzt fordern die Südländer wie Centeno aus Portugal, der EZB-Notenbanker, Mensch, wir müssen unbedingt jetzt eine große Zinssenkung machen im Dezember 0,5. Die Deutschen wieder mal bremsen, der Nagel, der sagt, okay, wir sollten nicht zu schnell die Zinsen senken, wir sollten flexibel bleiben, aber diese Stagnation lässt natürlich die Alarmglocken bei der EZB läuten, anders als in den USA, wo die Wirtschaft ja seit Jahren, kann man sagen, besser dasteht als in Deutschland. Und jetzt kommt vielleicht Zedernelt, wenn der es wird, dann so eine IW-Studie, werden nochmal Extrakosten für Deutschland von 180 Milliarden Euro auf uns hinzukommen. Stichwort Zölle, aber auch Stichwort vor allem Abwanderung von deutschen Firmen, denn Trump hat ja gesagt, ich will, dass die deutschen Firmen amerikanische Firmen werden, also dass die nach Amerika gehen und dort produzieren, weil wenn sie das nicht tun, dann sind sie eben betroffen von diesen Zöllen und wir sehen, wir haben hier etwas mehr zu verlieren als die Amerikaner, denn wir exportieren mehr in die USA, als die USA nach Europa exportieren, also das könnte eben nochmal eine richtig schwierige Zeit werden. Und wir sehen, dass der Dollar ja zulegt, seit die Wahrscheinlichkeit zunimmt, die zumindest von Wettmärkten, vor allem aber von Finanzmärkten und von Umfragen geprägt sind, dass eben Trump wirklich Präsident wird. Hier sehen wir, der Dollar läuft relativ parallel zu Donald Trump. Man geht davon aus, dass wenn Trump Präsident wird, das den Dollar erstmal stärkt, kann ich mir vorstellen. Aber langfristig wird das wohl eher nicht passieren. Und hier sehen wir auch, dass die Trump-Chancen steigen mit einer besseren Wirtschaft oder zumindest mit Daten, die besser reinkommen als erwartet. US Economic Surprise Index ist auch ziemlich gut gelaufen in letzter Zeit oder besser gelaufen. Also die Frage ist, wo bekommt Trump seinen Rückenwind? Wahrscheinlich durch Kamala Harris zuallererst, denn die bleibt nach wie vor sehr, sehr schwammig. Und wir sehen, was sich hier verändert hat zwischen September und jetzt Oktober. Damals wurde Harris positiv gesehen, ein Wert von plus 3, dagegen Trump minus 10. Jetzt ist Harris minus 13 nach einer Umfrage von CNBC, Trump nur noch minus 6. Und vor allem, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, Trump führt, wenn es um die Wirtschaft geht. Denn da billigen die Amerikaner dem Trump viel mehr Kompetenz zu als Harris. 42% sagen, das wäre für ihre persönlichen Finanzen besser. Nur 24% sagen hier Harris, also ganz klarer Vorsprung. Und das führt dazu, dass offenkundig Trump gerade in jenen Wählergruppen gut Zustimmung finden kann, die eigentlich nicht prädestiniert sind dafür, nämlich junge schwarze Männer und Latino-Männer. Und Schwarze und Latinos sind ja insgesamt 31% der US-Bevölkerung. Und er hat vor allem gute Karten bei Independents, also bei Leuten, die nicht irgendwie festgelegt sind auf Demokraten oder Republikaner. Wir sehen hier, Biden hatte noch 11 Punkte Vorsprung hier bei diesen Independents im November 2020 bei der Wahl. Harris dann auf ihrem Hochpunkt plus 5%, jetzt nur noch plus 2%. Und das reicht normalerweise nicht, um die Wahl zu gewinnen. Und erstaunlich ist nochmal, um auf die jungen Schwarzen und die Latinos zurückzukommen, in Deutschland wird ja Donald Trump immer wieder in diesen Nazi-Kontext gesteckt. Hier etwa der Stern titelt seinen Kampf. Oder der Spiegel hier, Enemy Number 2, Staatsfeind Nummer 2, Staatsfeind Nummer 1, Subtext ist dann Donald Trump, der also sozusagen die Demokratie aushebeln würde und so weiter und so fort. Das scheinen die jungen Schwarzen und die Latinos anders zu sehen. Also wenn der wirklich irgendwie Nazi ist, warum hat er dann die Zustimmung von den jungen Schwarzen und den Latinos? Die scheinen das zumindest anders zu sehen. Und eins kann man Trump ja nicht absprechen. Er ist extrem pro Israel. Er hat damals dafür gesorgt, dass die amerikanische Botschaft nach Jerusalem verlegt wurde in Israel. Das war ein großer Wunsch der Israelis. Und Ben Shapiro, der vielleicht den Jüngeren sehr eher bekannt ist, YouTube-Star, absolute Social-Media-Persönlichkeit in den USA, selbst jüdischer Herkunft, sagt, also ich verstehe nicht, was diese Vergleiche sollen, das ist absoluter Quatsch und soweit ich weiß, waren jetzt die Nazis jetzt nicht die allergrößten Sympathisanten etwa jüdischer Menschen. Und nicht allergrößte Sympathisantin jüdischer Menschen scheint auch unsere Bundestagsvizepräsidentin zu sein, Frau Özugüz.
die ja diese Dinge abgesetzt hat auf Instagram, glaube ich, war es, wo sie im Grunde Zionismus mit Mord und Totschlag gleichgesetzt hat. Und die jüdische Allgemeine sagt, hier Zeit für den Rücktritt, Frau Özugus. Sie hat sich als untauglich für ein hohes Amt erwiesen. Diese Pauschalierung ist sehr, sehr fragwürdig, aber da haben offenkundig unsere Medien, unsere Leitmedien nicht so wahnsinnige Probleme, das zu verurteilen. Bei Trump ist man sehr schnell bei diesen Nazi-Vergleichen. Hier sehen wir eine Art muslimischen Antisemitismus, muslimisch-antijüdische Dinge, die hier bei Frau Özugus offenkundig der Fall sind. Ihre beiden Brüder gelten offenkundig als Islamisten. Das nur by the way. Aber ob Trump oder Harris, um nochmal den größeren Zusammenhang hier zu bringen, den USA droht ein Liz Truss-Moment. Wir erinnern uns, Liz Truss, die britische Staatschefin, die britische Premierministerin, wollte ja Steuern senken. Die Anleihemärkte haben gesagt, no way, das machst du nicht, haben also praktisch eine Totalverweigerung praktiziert, die Renditen für britische Staatsanleihen nach oben geschossen. Und das könnte nach der Wahl dann auch passieren, denn weder Trump noch Harris haben irgendwelche Ambitionen, das eigentliche Thema anzusprechen, nämlich wie soll diese ganze Schuldenbombe nochmal refinanziert werden. Larry Summers sagt, es läuft ganz darauf hinaus, er billigt als Demokrat den Demokraten hier etwas mehr Geschmeidigkeit zu. Ob das so wirklich der Fall ist, weiß ich nicht, aber das ist das eigentliche Thema. Und das eigentliche Thema, um nochmal diese Frage der US-Wahl hier abzurunden, ist für die Amerikaner, wer bringt mir mehr, weil ich habe echte Probleme. Und das sehen wir, 50% der Amerikaner leben von Paycheck zu Paycheck, deutlich mehr als noch vor einigen Jahren. Und selbst die Gutverdiener, ich hatte das heute Morgen schon gezeigt, 20% derjenigen, die über $150.000 verdienen, leben auch von Gehalt zu Gehalt, haben also praktisch keine Rücklagen. Das ist immer mehr geworden in letzter Zeit oder wird in allen Einkommensstufen letztlich immer mehr. Und das liegt zum Beispiel, um einfach mal hier ein Exempel zu zeigen, dass das Ganze auf den Punkt bringt, Childcare, also praktisch Kinderbetreuungskosten in den USA. Eine Familie, die drei Kinder hat, die ist ganz entspannt mal für die Kinderbetreuung so bei $3,000-$4,000 im Monat. Das musst du erstmal verdienen, jenseits deiner anderen Kredite, die du laufen hast für dein Haus oder was du halt für sehr, sehr hohe Lebenshaltungskosten hast, für Lebensmittel und so weiter und so fort. Und das zeigt, wie die Dinge wirklich stehen, dass die Leute Oberkante, Unterlippe sind. Und wenn Trump dann hergeht und sagt, ich bringe euch die Preise nach unten, dann ist das verführerisch, auch wenn es sehr wahrscheinlich nicht gelingen wird, dem guten Donald, wahrscheinlich sogar im Gegenteil. Aber das ist aus meiner Sicht der Punkt, der es wahrscheinlich machte, dass Trump diese Wahl gewinnt. Und unter anderem darüber werde ich mit Dr. Bastian Siegert sprechen, Portfolioverwalter, also jemand, der große Dinge bewegt. Und da geht es eben um die Folgewirkungen dieser Wahl, um Bewertungen der Aktienmärkte. Was passiert mit dieser Zinsdifferenz zwischen Euro und Dollar? Wird der Euro vielleicht auf die Parität fallen oder sogar tiefer? Wie sind die Dinge einzuordnen? Und das kann man nur sehen, wenn man sich anmeldet für dieses Webinar. Das wird stattfinden am 30. ist auch noch ein bisschen Zeit, nächster Mittwoch. Aber Sie können ja schon mal sich da einfach unverbindlich anmelden. Es reicht, die E-Mail-Adresse hier anzugeben. Dann werden Sie per E-Mail, müssen also keine Telefonnummer oder sowas angeben, dann werden Sie per E-Mail informiert, wie Sie das Ganze sehen können, bekommen also einen Link, um sich das Ganze anzuschauen. Ich denke, das wird sehr, sehr spannend. Ich freue mich jedenfalls schon sehr drauf. Ich packe Ihnen den Link unter das Video für diese Anmeldung und verweise auf den zweiten Teil dieses Marktgeflüsters. Da wollen wir uns die Lage in den USA noch mal genauer anschauen, an den Märkten genauer anschauen. Und wir wollen uns den Versuch der Chinesen anschauen und der Russen, den Dollar anzuschießen. Wir wollen uns Rohstoffe anschauen. Da scheint sich einiges zu tun. Also es würde mich freuen, wenn Sie da auch dabei sind. Auch dieser Link für den zweiten Teil unter dem Video. Wir sehen uns gleich. Servus, ciao.